Ich begrüße alle, die jetzt dieses Video sehen. Ich bin ein analoger Bürger, der in diese digitale Kamera hineinspricht und Facebook und YouTube fast über 15 Jahren schon dabei. Nichts Besonderes. Um Gottes Willen. Ich möchte nämlich alle grüßen. Ich möchte ZDF Heute Show grüßen. Ich will jeden grüßen. Ein Bürger analog aus NRW. So, ich begrüße alle Journalisten, Fake-Self-Journalisten. Ja, mittlerweile haben wir ja nur noch Fake-Self-Journalismus. Ich begrüße alle Asyl-Touristen, Pauschaltouristen, Asyl-Pauschaltouristen, die ihre Religion auf den Weg bringen, um uns es auch näher zu erläutern, was das so ist. Ja, ist, hört sich an wie eine summende Biene, aber egal. Was will ich euch erklären? Ich fange auch so ein bisschen merkwürdig an, weil ich schon gar nicht mehr weiß, wie man euch ein Video auf den Weg bringen soll, um die Wahrheit mal zu verkünden. Ein Bürger aus Nordrhein-Westfalen, der das Landesgrundgesetz, das zusätzlich, ja, es gibt in jedem Land ein zusätzliches Landesgrundgesetz. Da steht eine Menge drin. Hier in Nordrhein-Westfalen. Und hier hat natürlich Frau Hannelore Kraft in Düsseldorf das Sagen. Ja, ich bin also wie gesagt ein Bürger. Ich bin jetzt kein digitaler Y-Generation zwischen 15 und 35. Das kann man ja sehen. Ja, ich bin ein analog digital gewandelter 55 bis 95 in der Generation zu Hause. 1966 nannte man das Super 8 Normal 8 mit so einer Kamera. Man hatte leider nur 3 Minuten und meistens stumm. Dick und doof, die Stummsten der Stümmsten, also die richtig stumm waren dann die Giganten, die nachher auch Sprachen sprechen bzw. auch in Farbe zu sehen waren. Ja, dick und doof zum Schluss waren auch in Farbe und man konnte sie auch verstehen. Charlie Chaplin hatte das eher erkannt und von ihm gab es dann. Aber ich schweife aus, weil ich bin ja selbst Filmemacher in der Dramaturgie zu Hause beruflich und sage jedem Journalisten, ZDF Heute Show Komiker, die auch so sitzen und in die Kamera sprechen, um uns zu belustigen. Ihr braucht Quote, ich nicht. Die 7, die da klicken und die 25, die das jetzt hier niederstrecken, bin ich gewohnt, macht nichts. Deswegen mache ich ja diesen Videoclip. Als YouTuber, Facebook-Indianer, möchte ich mal etwas erklären. Als Mensch geboren in diesem Deutschland, 15 Jahre nach D-Day, habe also mit dem D-Day selbst nichts zu tun. Die Bombenstimmung war schon zu Ende, man hat es uns erklärt. Ja, man wurde also älter und dann hat man sich einfach mal iranisch verheiratet. Eine iranische Frau, die sah geil aus, sah super aus, warum denn nicht? Dann hatte man irakische Freunde, Iran verheiratet, also iranisch-irakisch. Und ihr lacht euch weg, ein Syrer heute hat mir ein Auto verkauft. Jetzt will ich nichts Böses sagen in diese laufende Kamera, weil deutsche Autohändler machen das sicherlich auch, ein kaputtes Auto zu verkaufen und dann noch total überteuert. Aber in diesem Fall war das halt ein syrischer Freund. Ein Freund aus Syrien, der hier Autohändler in Deutschland und mir ein Auto verkauft, naja, ist ein bisschen kaputt. Kann also jedem mal passieren. Worauf will ich eigentlich hinaus? Also die sogenannte Asylpauschaltouristik, ja, jeder, der jetzt hier kommt, hat nämlich so eine Broschüre. Ich habe mich nämlich gefragt, wie komme ich eigentlich nach Syrien? Ja, ich will jetzt aufstehen, die Kamera mitnehmen und denselben Weg zurück, denselben Weg zurück mit dieser Kamera bis Syrien. Meine lieben Freunde, das geht gar nicht. Ja, weil wenn ich das täte, ich habe kein Navi und ich habe auch keine Karte, ich müsste mich also richtig vorbereiten, also gewaltig vorbereiten. Ich müsste auch ein bisschen größeren, stärkeren Rucksack mit mir führen, um jetzt von jetzt auf gleich von dieser Haustüre über Nordrhein-Westfalen, über die Niederlande, keine Ahnung, über das Wasser Richtung Griechenland, Richtung Syrien. Ja, worauf will ich hinaus? Ja, die sogenannte
Asyl, Pauschaltouristik, die ein Blatt hat, steht unten drunter, könnt ihr nachlesen. Ja, ich habe es eingeblendet. Dieses habe ich gelesen, jetzt weiß ich auch, wie die alle hier hinkommen. Ja, ich habe nämlich gesehen, gewaschen, erstklassig angezogen und jeder hatte digital. Ja, meine lieben Freunde, digital für die Y-Generation, für die YouTuber zwischen 15 und 35. Ihr lebt ja rein digital, ja. Und wir Analogen zwischen 55 und 95 ist mir nämlich aufgefallen. Ich komme nämlich gerade aus einem Altenheim. Das ist mir gewaltig aufgefallen, weil im Altenheim gibt es kein WLAN. Ich konnte also nicht online gehen. Nee, konnte ich nicht. Ja, aber in jedem Asylheim ist WLAN. Und da kann man sich schön verbreiten. Genial, oder? Aber ist so. Ja, ist so. Ja, warum mache ich jetzt so einen Videoclip? Ich meine, keiner interessiert sich für so einen Videoclip, ich bitte euch. Wer will denn so einen alten Mann von 60 vor einer laufenden Kamera sehen, der gerade aus einem Altenheim gekommen, Leute begrüßt zwischen 88 und 102? Ja, so alt sind halt Mutter und Vater bzw. Tante auch. Verstehen tut die nichts, ist klar, Demenz ohne Ende mit 102 kann man nur noch ja sagen. Ich werde den Teufel tun, die jetzt vor laufender Kamera zu setzen, damit ihr seht, dass ich die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit sage. Die interessiert euch ja sowieso nicht. Wem interessiert denn die Wahrheit, dass ich iranisch verheiratet, irakische Freunde, einen Syrer habe, der mir Autos verkauft? Ja, ich bin international. Ja, ich bin trotzdem Deutscher. Ja, ich bin Deutscher. Ich bin nach D-Day geboren und latsche und wandle durch diese Welt und jetzt auf einmal wird mir diese durch Digitaltechnik YouTube und Facebook, Google sowieso tagtäglich erklärt. Am 17.02.2016, ja, ist der Bundestag ein Jahr bei Facebook. Also 2015 ist Facebook dem Bundestag geläufig und seitdem verbreiten auch die Politiker sich dort. Ja, und haben ihre Sprecher, ja, meistens auch Y. Generation, so um die 30, 35. Ja? Schon mal gemerkt? Ja. Also ich habe festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Wir haben Asylpauschaltouristen, die ihre Religion verbreiten, weil sie es dürfen, weil wir ein Land sind, wo man alles machen kann. Ja, man kann auch so in der Kamera sprechen. Und dann was von sich geben, die Wahrheit und nicht als die Wahrheit, iranisch verheiratet, irakische Freunde, 500 Kilometer zwischen der Grenze und trotzdem waren beide Welten komplett anders. Ja, und syrischer Freund, der einem ein Auto verkauft, nach diesem Videoclip, meine lieben Freunde, gehe ich nämlich zum Griechen, das ist jetzt kein Scherz, gehe ich zum Griechen und hole mir da was zu essen, weil gestern war ich beim Inder. Ja, ich war beim Inder, der macht mexikanisches Essen, ja. Nicht indisches Essen. Ich habe ihn gefragt, warum machst du eigentlich nicht indisches Essen? Ja, meint er, zu vielfältig, weil er ja schon mexikanisch und deutsch so ein Kuddelmuddel da hat. Ja, eine Riesenkarte, wirklich, eine Riesenkarte. Und es ist ja auch nicht einfach für so einen Gastronom in der heutigen Zeit hier in Deutschland eine Gastronomie zu führen. Ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, aber ihr könnt mir glauben, so einfach ist es nicht. Ja, wir freien Journalisten, nicht fake, sondern wirklich, die freien, analogen Journalisten, die tagtäglich sitzen und schwitzen und sich fragen, sollen wir jetzt in die Kamera sprechen und der Welt möglicherweise etwas auf den Weg geben? Dem Y-Generation, den interessiert es nicht. Im Altenheim gibt es kein WLAN und die Asylanten verstehen einen nicht, weil Deutsch sind ja eh, bläh, ne? Ist ja klar. Ja, wenn ich jetzt also Iran, Irak nicht als Freunde, fast 30 Jahre, und ein Syrer, jetzt seit 5 Jahren, der mir Autos verkauft und um mich herum Griechen, Inder, die mir die Speisen zubereiten, dann wäre ich gar nicht vielleicht so aufgewacht. Ja, ich bin ja nun mal der erweckte Bürger, also ich bin wach geworden, weil was geht denn hier eigentlich ab? Asylpauschaltouristen, die hier sich verbreiten dürfen, die WLAN haben, die gewaschen, getrocknet, erstklassig ankommen, in die Kamera lächeln und winke, winke,
Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, wenn ich das täte in Syrien, ich weiß nicht, was mir dann da entgegenkäme. Keine Ahnung, wüsste ich nicht. Also noch einmal, wenn einer von euch jetzt aufsteht und denselben Weg solidarisch begleitend mit der Kamera Syrien aussucht, unter uns, wie lange braucht ihr? Wisst ihr die Route? Kennt ihr die Route? Wer hilft euch? Euch Deutschen. Ja, euch Deutschen. Oder Niederländer oder euch Europäer. Will jetzt hier keine Languages machen. Ah, only in English. So. Nee, nee. Also bleiben wir jetzt einfach mal bei dem. Bleiben wir mal bei dem, ne? Deutschen. Also wenn der Deutsche jetzt aufsteht und die Route abläuft rückwärts nach Syrien, um sich das mal anzuschauen, um zu zeigen, ey Leute, so ist der Weg. Wetten? Ich wette mit euch, bei dieser laufenden Kamera, ihr kommt nicht an. Nee, ihr kommt nicht an, also tut mir leid. Ihr seid nämlich nicht Pauschaltouristen im Asyl. Nee, ihr seid EU-Pauschaltouristen. Schon mal drüber nachgedacht. Ihr müsst nämlich tief in die Tasche greifen. Ihr könnt natürlich mit Eurowings oder wie die da heißen für 99 Euro dahin fliegen. Klar, Logo. Ihr könnt auch mit einem schnellen Zug da ab 13, 33, 35 Euro hier quer durchs Land brettern. Könnt ihr auch. Aber der Zug fährt aber nicht bis Syrien. Nö, macht er nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr in ein Schlauchboot von der Ost-Nordsee oder unten in Griechenland rüberschippert. Nach Bodrum, also Türkei, von Türkei dann ein weiter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das da macht. Ja? Also ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie käme ich jetzt zu Syrien, um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu verkünden? Da wäre ja noch Bock drauf, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu verkünden. Die sogenannten Fake-Self-Journalisten, die tagtäglich irgendwelche Sachen davon sich geben, bei Facebook und bei YouTube, die haben ja mehr Garantie, gesehen und gehört zu werden, wie einer, der das wirklich gelernt hat. Ja. Weißt du, 66 mit so einer blöden Kamera, 3 Minuten. Der Raum musste dunkel gemacht werden, eine Leinwand hochgezogen und dann konnte man sich dann anschauen. Gut zusammengeschnitten sah das ja auch klasse aus. Boah, war der Urlaub toll. Ja, da sah Syrien noch anders aus. Aber egal. Ja. Ach Leute, irgendwas stimmt doch nicht. Wir haben Asyl-Pauschaltouristen, die ihre Religion verbreiten. Wir haben Fake-Self-Journalisten, die tagtäglich uns wunderschöne Sachen da offerieren, videotechnisch, video aufgearbeitet, texturell, die Texturen sind auch spitze. Wir haben den Rechtschreibfaschisten, der wirklich aufpasst, dass die Rechtschreibung auch wirklich, wie im Faschismus, gradlinig nach neuer deutscher Rechtsnorm auch wirklich von sich gegeben, ja, mit Komma und was weiß ich alles, ne? Also man kriegt da schon ein. Man darf kein E vergessen oder kein A oder kein Groß oder kein Klein. Der Zusammenhang wird nicht erkannt in der Textur. Nein, der Satz selber. Ja. Ach, herrlich. Dabei ist doch bewiesen, dass jeder lesen kann, egal wie du schreibst. Du musst es nur verstehen. Ja, da sind wir wieder beim Fake-Self-Journalismus, der sich so gerne verbreitet, auch so sehr verbreitet, dass er schon im Faschismus, ja, das Schreibfaschismus, ja, schon in der Textur verwoben, da muss alles stimmen. Ja, ich möchte jetzt nicht wissen, was alles da drunter geschrieben, unter diesen Videoknopf. Ich wette sogar, den hat keiner sich wirklich angesehen. ZDF Heute Show, um Gottes Willen, die quäken tagtäglich so in die Kamera. Ja, die können das, die dürfen das, die dürfen da auch her und nieder, ne, die dürfen das. Die dürfen die AfD, Alternativ, was ist überhaupt Alternativ? AfD, Alpha. Ich finde es toll, wenn so ein Sprecher davor, ja, wenn man durch die Hallen des Europäischen Parlaments geht, meine lieben Freunde, wer von euch, ich selbst auch nicht, geht durch das Europäische Parlament, vor allen Dingen durch die Räume. Ich finde das toll. Daneben steht Alpha. Alpha, toll. Ich meine, Lukas bei Skywalker oder Lucas Skywalker oder keine Ahnung, also die Skywalkers ist ja in Ordnung bei Star Wars, aber Luke bei Alpha und vorher AfD, wann ist alternativ? Also ich wünsche mir schon, dass die Grünen von 1988, die gibt es ja gar nicht mehr, die Grünen von 1988, Joschka Fischer in Badelatschen und so weiter und Lederjacke, lieber darum, auch die anderen hatten dicke, fette Bärte und
so Norweger-Pullis. Einige hatten da gestrickt, gehäkelt. Einige hatten Sonnenblumen auf dem Tisch. So waren die Grünen. So, und heute haben sie Armani-Anzüge. Freuen sich, wenn das deutsche Volk niedergeht. Ja, Fake, Self, Journalismus. Die schreiben sowas. Die wahren Journalisten können es nicht schreiben. Meine lieben Freunde, die können es nicht schreiben. Meine Yps-Generation zwischen 15 und 35. Ein wahrer, realer, analog, digital wandelnder Mensch kann es leider nicht, weil er davon leben muss. Ja, da kann ich da einfach schreiben, weil dann sitzt da ein Redakteur und sieht, ey, das geht nicht, weil Adidas, Puma und wie die alle heißen, wollen eine Werbung setzen und dann haben die das nicht so gern, wenn du da über den Asphalt schreibst. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du über den Asphalt schreibst, dass im Westen die Böden alle kaputt und im Osten der goldene Boden, hat also Puma, Adidas und Nike und wie die alle heißen, nicht so gern, weil sie ja global verkaufen möchten. Diese Kamera ist noch in HD. Full HD, könnte er selbst hochfahren, hat also volle Auflösung, aber ARD, ZDF und WDR, die haben bloß 720p, ist aber auch so eine Verarschung. Versteht ihr, was ich meine? Da, wo wir unsere Gebühren für bezahlen, also dafür, wo wir wirklich in die Tasche greifen, da werden wir total verarscht. Und wenn wir was geschenkt bekommen, ja, wenn wir geschenkt bekommen, dafür müssen wir auch richtig bezahlen, dann kriegen wir auch HD, Full, ja, bei RTL und Co., ja, da kannst du das dann anschauen, ja. Beziehungsweise, da kannst du dir die Werbung in Full HD anschauen. Du kannst dir also die Werbung in Full HD anschauen und die Werbung wird durch Spielfilme unterbrochen. Ha! Genial, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Y-Generation da so toll findet, zwischen 15 und 35, die da tagtäglich mit ihrer Elektronik umgehen. Alles nur Elektronik. Was ist, wenn ich euch den Saft klaue? Also, wenn ich den Strom wegnehme, was ist dann? Also, ich bin noch ein Analoger. Ich weiß noch, wie man eine Spule dreht, um Radio rauszumachen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, da schweife ich nicht aus, sondern bin am Kern der Sache. Der Kern der Sache ist Fake Self-Journalismus und Asylpauschal-Tourismus. Ja, alles ist gesteuert. Merkel sagt, wir schaffen das, muss sie sagen, geht nicht anders. Wir, keine Ahnung, wen sie damit meint. Und ihr, die da, Legida, Pegida, Anonymous, ich weiß nicht, von welchem Volk ihr sprecht, der Dritte Reich, gibt es nicht mehr. Aber macht euch nichts raus. Ich bin nach D-Day geboren, habe mit D-Day gelebt, war gerade im Altenheim, die haben kein WLAN. Im Asylheim hier vorne, links, hier rechts und da hinten und hinter mir und da vorne, also wir sind umkesselt, die haben WLAN. Ja, die haben WLAN, die können da frei, fröhlich, digital, ne? Die können uns beschimpfen, können Videoclips machen, was bei ihnen hier. Auch nur unsere Alten, unsere Älteren. Nö, die haben kein WLAN. Da geht das nicht. Und jeder Fake-Self-Journalismus schreibt da seine, ne, macht da wunderschöne Sachen raus. Ich darf es nicht, weil ich muss ja bezahlt werden. Also ich muss ja Geld bekommen. Ich freue mich so sehr, dass ich vor dieser Kamera hier so einen Schwachsinn sagen darf. Ja, ich darf vor dieser Kamera alles machen, weil kostet mich ja nichts. Kostet dich Zeit, ja. Dir kostet das Zeit, du schaust es dir an, du hast es vielleicht verstanden, was ich dir jetzt hier versucht habe zu übermitteln. Auf meine Art, weil mittlerweile weiß ich ja gar nicht mehr, was soll ich da in der Kamera reinpacken. Soll ich eine Katze auf dem Arm haben, damit du das siehst? Oder einen Hund, der mit einem Vogel spielt? Oder ja, oder ein Baby? Oder soll ich mir ein Baby hier hin? Und dann sprechen in die Kamera und der Baby geht, um diesem Video so seine Clips, seine Klicks auf den Weg zu bringen. Ja, das sind alles so Sachen, das sind alles so Überlegungen, die ich mir gerade so stelle. Wie mache ich ein Video, damit ich davon leben kann? Kannst du mir mal sagen?